Oh! Tja, du kleine Ballerknolle, du kannst mich ja gar nicht treffen, weil du... Ich hab nichts gesagt. Ich hab nichts gesagt. Schon gut. Schon gut. Diesmal behalten wir die Waffen. Wir sind nämlich ein waschechter Redneck und wir wollen nicht nur unsere Tochter und Cousinen vergewaltigen, sondern sie auch erschießen danach. Oh, komm! Nein! Hey Kinders, was geht bei euch ab? Herzlich willkommen zur neuesten Version von Guts and Glory. Soweit ich weiß, gibt es jetzt ganz viele neue Sachen. Hier steht es ja schon dabei, new. Und unter anderem auch neue Charaktere. Und zwar gibt es jetzt nämlich noch diesen Wurstkönig da. Oh, hier ist nur Earl am Start. Okay. Gut, man braucht die Maus ja gar nicht. Oh nein, die Waffen sind weggeflogen. Aber wie soll ich denn jetzt die Leute erschießen? Ich meine, die Tiere. Weißt du, gerade so ein... Oh, wir haben einen Boost. Gerade so ein Hilbe... Oh, fuck. Oh nein, dein Reifen. Wie heißt der? Earl. Auch mit einem Reifen. Können wir das meistern, okay? War cool. Komm! Was machst du? Diesmal behalten wir die Waffen. Wir sind nämlich ein waschechter Redneck und wir wollen nicht nur unsere Tochter und Cousinen vergewaltigen, sondern sie auch erschießen danach. Denn das macht einen Redneck aus. Oh, fuck. Easy, Earl, Mann. Oh, wir haben noch eine Sache da hinten drin. Die Fässer sind ja wohl irgendwie eine lächerliche Geschichte. Die machen ja gar nicht. Wir haben noch die Pistole dabei. Earl, halt mal kurz an. Earl, nein, Earl, du Depp. Halt. Sehr gut, Earl, gut. Wir fahren da einfach wieder ganz locker hoch. Wir haben jetzt zwar keine Waffen mehr, aber wir haben immer noch unseren Schniedel. Oh nein, die Kiste. Earl, du kannst nichts mehr sehen. Okay, er sieht wieder was. Earl, bleib cool. Der Earl bleibt halt oftmals nicht cool, ne? So, Earl, jetzt machen wir ein bisschen Speed hier. Scheiß auf die Waffen. Ich hab's sogar alle wieder aufge... Okay, brauchst du halt auch nicht. Mich, wenn man das Schaf nur fest genug hält. Dann läuft es. Knickknack. Gut, gut. Und durch, zack. Oh, und da unten ist auch schon das Ziel. Okay, also die Mission war jetzt eher pimmelig. Aber wir haben uns jetzt immerhin auch mal mit Earl eingespielt. Success! Patrick, you made it! Homewrecker, das klingt doch schon mal etwas spannender als das Level gerade eben. Da können wir einiges rausholen. Aber wir können sogar beide benutzen. Wir nehmen trotzdem nochmal Earl. Oh. Wow. Pass auf, wacht, Earl. Das ist gefährlich da drin in dem Haus. Okay, egal, wir fahren jetzt mal, wir machen jetzt hier mal weiter. Wow, scheinbar sind die Scherben nicht so scharf. Okay, war das jetzt der Aufschlag an das Stück Holz oder waren das doch die Scherben? Irgendwie bekommt er da so ein bisschen so, wow. Oh, shit. Der Fernseher zerstückelt. Das ist eine Melone. Nimm die mit, Earl. Wir gucken, ob die kaputt geht. Sie geht kaputt. Okay, mit Timmy und Johnny oder wie sie heißen, ist bestimmt noch viel geiler. Oh, stimmt. Zeitlupe, habe ich ganz vergessen. Diesmal sind wir ein bisschen vorsichtiger hier. Okay, gut. Bremsen. Earl. Die Vase. Die Vase ist noch ganz. Willst du mich gerade verarschen? Link wäre enttäuscht. Ja! Und auf und da raus! Ins nächste Haus! Schweinemaus, oh fuck! Was? Nein! Earl, das schießt! Das ist ja wohl lächerlich, wie du fährst, Earl. Was du für einen Fahrtstil hast, ne? Schrecklich. Es ging wohl nur in den Arsch und da hat ein Redneck halt viel Arsch, weil viel Speck ist. Der schießt hier hoch. Der Pfeil schießt da hoch. Schneller, Earl! Du musst lenken! Ich glaube, unsere Reifen sind kaputt. Und jetzt, drehen und jetzt nicht sterben, Earl, komm, die paar Pfeile sind nicht schlimm. Ja, ich bin, Downhill fun. Das klingt auf jeden Fall nach, Fahrrad. Oh, doch, Earl, okay. Was ist das? Was sind das für keine süße Kügelchen hier? Ach, Melonen. Boah, bündig Ballkanone. Boah, das sind ja Bienen. Oh, shit. Nein, blade die Kanonen. Ich bin auf meinem Auto. Geh weg. Mit dem Kopf in die Mine. Oh, okay, direkt die Kurve fahren. Oh, no, shit. Ich habe die Mine nicht gesehen. Fuck. Ach, Earl, jetzt fang dich mal ein bisschen an. Gib mal Gas hier. Gib mal Gas. Boah, das hätte fast, das wäre, glaube ich, fast ein... Mein ganzes Zeug rausgeleert. Oh. Halt, das sind Minen, Earl. Da waren Minen, Earl. Da waren Minen. Tja, du kleine Ballerknolle, du kannst mich ja gar nicht treffen, weil du... Ich hab nichts gesagt. Ich hab nichts gesagt. Schon gut. Schon gut. Gut. Was geht denn da ab? Ach du Scheiße, was war. Das war ja echt enorm, oder? Da muss man einfach mit Schmackes rein und Glück haben. Oh! Ich
Ich mach das. Ich mach's nett. Ich werde das jetzt doch nicht einfach nur aus Lack geschafft haben, gerade eben, zum Anfang. Fuck! Komm! Stell dich nicht so an, Earl. Wir machen das jetzt mal klug. Wir tasten uns hier heran, holen uns das Teil und hauen ab. Ich finde schon gut, ne? So, wie sieht das hier aus? Wow, da ist eine Ballkanone. Oh, scheiße. Nein. Earl, du stehst gerade echt ungünstig. Oh, komm. Nein, Ballkanone, hör auf mich zu schießen. Schlapp. Es ist schon schwierig, ne? Schon schwierig, ist nicht leicht. Ist nicht leicht. Nee, was ist denn das davon? Das war ja wohl total. Fuck! Wow, was ist hier los? Nice! Total geplant natürlich. Das hätte ich gerne in Zeitlupe gesehen, schade. Wow, unser Rad! Oh shit, direkt neben mir. Die schießen ja mit Minikügelchen. Lächerlich. Das schaffe ich sogar mit einem. Nett, sehr nett. Und warum zappeln die so gegenseitig? Oh, da fliegt er! Weit! Komm! Naja, warum zappeln die Teile da vorne manchmal von alleine? Oh ja, es war nur der Arm, der ist nicht so wichtig. Und wir haben immer noch unsere Räder. Earl hat jetzt so ein bisschen, klar, er hat so ein bisschen gelitten, aber so als Earl kannst du auch ohne Probleme mal so durchkommen. Nee, ich hab's nicht gekriegt. Geil, Mann. Er lenkt jetzt auch echt wie ein Hund. Klasse gemacht, Earl. Super. Nur weil er seinen blöden Arm verloren hat. Tja, hast du gedacht. Oh, mal gucken, ob mich die Kanone jetzt hier trifft. Das Unheil kam auf uns zu und man konnte es nicht abwenden. Das ist so eklig. Man muss sich als Mann einfach so ein bisschen zwischen die Beine greifen und sagen, es ist gut. Es ist gut, es ist nicht wirklich passiert. Guck mal, es ist ja eher das Knie. Ja! Ich hab's ein... Nein! Du Scheißkanone! Ich hab's einfach so weggestoßen, so... Ach, geh weg. Ich kratze mich. Ich habe vermutet, ich könnte mich kratzen. In so einem kurzen Moment der Unachtsamkeit, ja? Und dann kommt diese Kanone, die nie trifft. Der Stormtrooper unter den Kanonen, ja? Und dann trifft sie mich hier. Das ist aber lächerlich. Hör auf, du Scheißball. Earl, auch Earl, dein Reifen. Ich hab dir 100-mal gesagt, du sollst auf deinen verschissenen Reifen aufpassen, du. Gib Gas. Ja, ja. Oh, Sledgehammer. Oh, fuck. Ich habe eine Speedstrecke, die müssen wir benutzen. Cool bleiben. Nein! Er trifft mich trotzdem. Dieser Kanonier von hier. Wie die Frau Merkel jetzt sagen will. Aua, ja, wie soll denn das haben, ja? Natürlich! Oh, Earl, jetzt gib aber mal richtig. Earl! Oh, Earl, was ist passiert? Nein! Ich hab die Kanone abgeschossen! Sage mal! Also, was mir heute passiert, Roberto, willst du das klar, oder? Breakfast at the. Oh, fuck! Aber Earl, solange es uns gut geht, ist es in Ordnung. Wie er da hockt. Oh. Oh, der Arm. Ah, es tut ein bisschen weh, aber ich halte aus. Guck mal, das Blut. Ja, das ist so ein richtiger Bad Motherfucker. Jetzt aber. Ach komm, du verschissene Kanone, willst mir erzählen, dass du mich jedes Mal triffst? Entweder trifft sie mich oder ich treffe sie. Ich fahre jetzt hier einfach mit einem Versuch durch. Oh, ich hab's echt geschafft. Hab da gehört, wie ich kurz so in der Stimme gestockt habe, so von wegen. Oh, shit. Guck mal, ich habe noch nicht mal was verloren. Mir ist noch nicht mal ein Arm abgefallen. Verstehst du? Es ist richtig krass, was ich... Wow, Earl, jetzt übertreibst du nicht, weil du noch beide Arme hast. Musst du nicht meinen, dass du jetzt hier einfach übelst weit rumspringen kannst, okay? Mal Gas! Halt, wir bluten. Fuck, der Schwanz blutet, glaube ich. Here we go. Bam! Ganz locker. Und jetzt! Okay. Redneck Robin Hood. Das hört sich doch optimal an für Earl. Kinder. Wenn ihr glaubt, dass Earl das beim ersten Versuch jetzt schafft, gebt einen Daumen nach oben. Wenn ihr glaubt, er schafft das nicht, gebt zwei Daumen nach oben. Los geht's! Leute, guck mal, wie viele Kanonen hier rumstehen. Aber die schießen doch nur mit diesen blauen, leichten, weichen Bällen, oder? Mit diesen Softball-Bällen.